Bezüglich des inneren Wortes, wie man dasselbe vernimmt, kann ich von mir selbst sprechend nur sagen, dass ich des Herrn heiligstes Wort stets in der Gegend des Herzens wie einen höchst klaren Gedanken, licht und rein, wie ausgesprochene Worte vernehme. Niemand, mir noch so nahe stehend, kann etwas von irgendeiner Stimme hören. Für mich erklingt diese Gnadenstimme aber dennoch heller als jeder noch so laute materielle Ton. Das ist aber nun auch schon alles, was ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen kann. Und hättet ihr nicht das ganze Universum in euch, es wäre sternlos der ganze Himmel für euer Auge. Und hättet ihr also nicht in euch das geistige Reich der Himmel und das ewige Leben aus dem Herrn? Wahrlich, ihr könntet dasselbe weder denken noch aussprechen. Wer da meint, dass er nur eine sehr begrenzte Zeit hindurch lebe, der irrt sich allergewaltigst. Und so findet ihr nichts Vergängliches und Begrenztes am Menschen, sondern nur bis zu einem gewissen geistigen Ziele hin Veränderliches. Und es ist somit wohl möglich, dass ein Mensch Unendliches und Ewiges, Zeit, Raum, Kraft, Licht und Leben recht wohl begreife, weil solches alles in ihm ist. Diese Worte wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Mann niedergeschrieben, der nicht als Dichter oder Poet der damaligen Zeit betrachtet werden kann, obwohl er vom Umfang her ein wahrhaft gewaltiges Werk hinterlassen hat. Ein Werk, das heute auf nahezu 12.000 Druckseiten vorliegt und doch nicht im üblichen Sinne verfasst wurde. Du kannst nicht irgendwohin in einen Himmel kommen, sondern du musst dir deinen Himmel selbst bereiten. Der Same zum Himmelreich ist das Wort Gottes. Wer war dieser Jakob Lorber? Was veranlasste diesen Mann zu schreiben, ohne Dichter von Beruf zu sein? Und das über einen Zeitraum von 24 Jahren. Sein Biograf, der lebenserfahrene Karl Gottfried Ritter von Leitner, und so. Der merkwürdigste Mann, welchen ich in meinem ganzen langen Leben kennengelernt habe, ist Jakob Lorber, ein Theosoph, der den berühmtesten Männern dieser Richtung zur Seite gestellt zu werden verdient. Heute nennen ihn die einen in einem Atemzug mit Jakob Böhme und Emanuel Swedenborg. Damals jedoch war dieser Jakob Lorber eine zunächst wenig auffallende Erscheinung. Die Welt will mir nichts geben, und ich bin dessen froh. Denn so weiß ich doch, dass ich das Unterste bin und alles von einem empfangen und habe. Bis jemand nicht die allerunterste Stufe in allen Außeninteressen seines Herzens erreicht hat,
wird er in mein Reich nicht eingehen können, sagt der Herr. Denn ich habe mir selbst das Niedrigste erwählt. Theosoph, unbekannter Prophet, Hellseher, Mystiker oder einfach Schreibknecht Gottes, wie er sich selbst in aufrichtiger Bescheidenheit nannte, versuchen wir, uns ein Bild von diesem Jakob Lorber zu machen, von dieser so sonderbaren Persönlichkeit, dessen Werk und Lebensleistung wie ein gewaltiges Bergmassiv in unsere heutige Zeit hineinragt. Am 22. Juli 1800 wird Jakob Lorber in Kanica, einer winzigen Ortschaft am Ufer der Drau, heute zu Jugoslawien gehörend, geboren. Die Eltern bewirtschaften einen kleinen Hof, die sogenannten Bergholtengründe. Gefördert vom Vater, der als hervorragender Zimbalspieler und Kapellmeister der Schwarzenbacher in der österreichischen Steiermark einen klangvollen Namen und damit auch einen guten Nebenerwerb hat, reift den Jakob, dem ältesten von vier Geschwistern, ein musikalisches Talent heran. Anfänglich fasziniert von der Harfe, erhält er vom Schullehrer in Jaring, heute heißt der Ort Jarenina, Unterricht im Klavier, Orgel und Violinspiel. Mit 17 Jahren verlässt Jakob die ländliche Idylle und sein Elternhaus. Im nahen Marburg, dem heutigen Maribor, besucht er die Vorbereitungsschule für Lehrer an Hauptschulen. Damit wird zum einen sein Drang nach einer ordentlichen Ausbildung, als auch sein Berufswunsch deutlich. Nach bestandenem Examen tritt er den Schuldienst in St. Johann im Saggartal an. Der Kaplan der dortigen Pfarrei möchte den jungen gläubigen Jakob Lorber für das Priesteramt gewinnen und rät ihm, dafür sein Studium in Marburg fortzusetzen. Nach 5 weiteren Jahren in Marburg, wo er auch als Organist in einer Kirche seine musikalische Entwicklung weiterverfolgt, heißt die nächste Station Graz. Jakob Lorber bei einer Familie als Hauslehrer, um bis auf Weiteres seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er unterrichtete zu meiner vollkommensten Zufriedenheit in den verschiedensten Fächern als im Lesen, Schreiben, Rechnen und überhaupt in allen deutschen Schulgegenständen. Dann aber auch im Zeichnen und Musik, welche bei den beiden letzten Künste sich Lorber in einem hohen Grade der Vollkommenheit eigen gemacht hat. Schließlich absolviert er noch einen pädagogischen Kurs für Hauptschullehrer, erwirbt das Diplom und bemüht sich um eine Anstellung. Als er hierbei nicht gleich Erfolg hat, entschließt er sich mit einem Mal gegen die bis dahin angestrebte Lehrerlaufbahn. Karl Gottfried Ritter von Leitner schildert diesen Lebensabschnitt Lorbers so. Er verlegte sich nun ganz auf die Musik, gab Unterricht im Gesange sowie im Klavier- und Violinspiel und komponierte auch eigene Lieder und Konzertstücke. Thank you.
Dadurch kam er mit dem rühmlichst bekannten Tondichter Anselm Hüttenbrenner in Verkehr, der als Gutsbesitzer in Graz lebte und zu jener Zeit dem Steiermärkischen Musikverein als Direktor vorstand. Dieser verschaffte ihm auch Gelegenheit, in Konzerten des Musikvereins mit seinem Violinspieler vor dem Publikum sich hören zu lassen. Entscheidend für die darauffolgenden Jahre wird die Begegnung mit der Kunst Niccolò Paganinis. Lorber erlebt diesen einzigartigen Geigenvirtuosen 1828 in Wien, macht seine Bekanntschaft und erhält sogar Unterricht von ihm. Paganini wird sein musikalisches Vorbild und überhaupt erhält Jakob Lorber mehr und mehr Zugang zur lebendigen Welt der Musik und ihrer Künstler. Graz ist bereits zu jener Zeit eine außerordentlich reizvolle und vitale Stadt. Jakob Lorber fühlt sich als Künstler wohl hier. Der gesellschaftliche Kreis um den Komponisten Anselm Hüttenbrenner, der auch mit Franz Schubert befreundet ist, bringt Lorber wesentliche Anregungen und auch wohlwollende Förderung. Obwohl Lorber somit in diesem Zeitraume sein musikalisches Streben als seine Hauptaufgabe betrachtete, so füllte selbes doch das Bedürfnis seines Inneren nicht völlig aus. Besonderes Interesse hegte er auch für die Astronomie. Zwar mangelte ihm, um dieselbe wissenschaftlich betreiben zu können, eine gründliche Kenntnis der Mathematik, aber bei seinem mächtigen Drange nach höherer Erkenntnis zog ihn doch die hehre Tiefe des gestirnten Himmels von jeher unwiderstehlich an. Wie sich auf diese Weise sein Bestreben, in das großartige Gebiet der materiellen Schöpfung einzudringen, lebhaft geltend machte, so entwickelte sich andererseits in ihm allmählich auch das unwiderstehliche Verlangen, auch den Weg zu den geheimen Schätzen der geistigen Welt zu finden. Jakob Lorber hat sein 40. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet, da wird ihm eine Kapellmeisterstelle in Triest angeboten. Die Bedingungen sind sehr gut, dennoch ist es keine leichte Entscheidung für Lorber, der Stadt Graz, die für ihn zu seiner zweiten Heimat geworden ist, den Rücken zu kehren. Doch die Aussicht auf eine feste Anstellung und damit endlich auf mehr existenzielle Sicherheit bewegen ihn dazu, die Position anzunehmen. Er trifft alle Vorbereitungen für seine Abreise. Doch nun ereignet sich etwas, dass Jakob Lorbers Lebensweg in eine ganz andere Richtung führen wird. Es ist ein Ereignis, das sich ganz im Stillen vollzieht. Ein Ereignis,
dass der um Klarheit und eine nüchterne Betrachtungsweise bemühte Biograf Ritter von Leitner so wiedergibt. Er hatte am 15. März 1840 um 6 Uhr morgens, so erzählt er nachher seinen Freunden, gerade sein Morgengebet verrichtet und war im Begriff, sein Bett zu verlassen, da hörte er links in seiner Brust, an der Stelle des Herzens, deutlich eine Stimme ertönen, welche ihm zurief: Steh auf, nimm deinen Griffel und schreibe. Er gehorchte diesem geheimnisvollen Rufe sogleich, nahm die Feder zur Hand und schrieb das ihm innerlich Vorgesagte Wort für Wort nieder. Es war dies der Eingang des Werkes, die Haushaltung Gottes. So spricht der Herr für jedermann. Und das ist wahr und getreu und gewiss. Wer mit mir reden will, der komme zu mir, und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Und wer mich aller Welt vorzieht, mich liebt, wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Er wird mich allezeit schauen, wie ein Bruder den anderen Bruder, und wie ich ihn schaute, schon von Ewigkeit her, ehe er noch war. Lorber lehnte nach diesem Ereignis die ihm angebotene Anstellung unverzüglich ab und diente dieser geheimnisvollen Einflüsterung von derselben Stunde an während einer Reihe von 24 Jahren bis zu seinem Tode als emsiger Schreiber, indem er sich demütig einen Knecht des Herrn nannte. Aus dieser geheimnisvollen Einflüsterung, wie sich Lorbers Biograf Ritter von Leitner ausdrückte, erwuchs mit den Jahren ein monumentales Werk von universeller Komplexität. Ausgebreitet werden darin die drei Grundthemen alles Seins: das Wesen Gottes, des Weltalls und das Wesen des Menschen. Das Besondere, das Neue, das Unvergleichliche daran, erkennbar und begreifbar, wird eine sinnvolle Weltordnung, die alles miteinander verbindet und die vor allem Religion und Wissenschaft aus ihrer streng gehüteten Isolation endlich befreit und vereint. Erkenntnisse, Tatsachen, Wahrheit. Das Weltbild, das Lorber in seiner ganzen Vielfalt und enträtselten Vielschichtigkeit empfängt, reicht vom Urbeginn der Schöpfung bis hin zu ihrer künftigen Vollendung. Er hält die Zustände des Diesseits wie auch die des Jenseits. Ist Jakob Lorber deshalb nun der Theosoph, der Philosoph oder der Mystiker schlechthin? Nein. Er ist in der Tat nur der Schreibknecht Gottes, wie er sich selbst bezeichnete. Doch was sollen wir darunter verstehen? Der Mystiker und Seher Emanuel Swedenborg kündigte in einem Brief vom 11. November 1766 an den Prälaten Oettinger einen Mann an, dem bald nach ihm eine redende Erleuchtung zuteil werden würde. Er wies dabei ausdrücklich darauf hin, dass diese Stimme des auf solche Art Inspirierten nicht von außen her, sondern von innen her vernommen werde. Einiges spricht dafür, dass damit Jakob Lorber gemeint war.
Oder könnte die Gottesbotschaft, die Swedenborg ankündigte, letztlich doch nur das Werk eines literarischen, umfassend gebildeten Genies sein? Die verstorbene Schriftstellerin Edith Mikelaitis als Kennerin der Person Lorbers und des Werkes? Man müsste in Superlativen sprechen, um zu erklären, wer eigentlich Jakob Lorber war. Sieht man ihn als Literaten, dann übertrifft er alle Schriftsteller, Dichter und Denker aller Zeiten. Denn wo gäbe es ein umfassenderes Wissen, eine tiefere Interpretation, eine genauere Kenntnis von Sitten, Umständen, geografischen, geschichtlichen und biologischen Verhältnissen als in seinen Werken? Nimmt man ihn aber als mediales Genie, so übertrifft er alle Eingeweihten, die wir kennen. Es gibt noch kein Wort für ihn, das ihn wirklich darstellen könnte. Und wenn er sich selbst den Schreibknecht Gottes nennt, so tut er das aus seiner demütigen Selbsteinschätzung. Doch wir wissen, dass er kein bloßes Werkzeug, sondern ein erstaunlicher und unfassbarer Menschengeist war. Lorber erlebt keine ekstatischen Verzückungen, was vielleicht ganz gut in seine Zeit gepasst hätte. Er ist eher selbst überrascht, was mit ihm geschieht, besser, was in ihm vorgeht, wird allenfalls von einem Staunen ergriffen über das, was er in dem von ihm selbst Niedergeschriebenen erfährt. Ihr werdet meinen, das Wasser sei die Mutter der Tiere. Allein dem ist nicht so. Die erste Klasse der Tierwelt sind die unendlich kleinen Bewohner des Äthers. Sie sind in diesem ungefähr das, was ihr in eurer Sprache Atome nennt. Wenn ihr solche Tierchen mit euren Augen entdecken wollt, müsst ihr einen solchen Punkt Trillionen Mal vergrößern können, was euch wohl im irdischen Leben nie gelingen wird. Ein sterbliches Auge wird die Dinge in ihrer Wahrheit nie schauen können, sondern das kann nur das Auge des Geistes. Und doch sage ich dir, dass ein jeder Mensch, so wie der ewige ihn umgebende Raum, Unendliches und Ewiges in sich birgt. Und zwar in jeder Fiber seines materiellen Leibes, geschweige in seiner Seele und ganz besonders in seinem Geiste. Hast du schon einmal die Grenzlinie entdeckt, bis zu welcher eine geweckte Seele ihre Gedanken erheben kann? Hat aber die Seele schon ein unendliches Gedankengebiet, was wollen wir dann erst von dem ewigen göttlichen Geiste in ihr reden, der in sich die Kraft, das Licht und das Leben selbst ist? Aber ganz was anderes ist's, zu vernehmen das geheime innere Wort, das da kommt von meinem Herzen in das Herz dessen, der es in sich vernimmt. Und dafür muss es schon eine gewisse vorbereitete Linie von Menschen geben, deren Inneres fähig ist, die Allgewalt und Allkraft meines Wortes zu ertragen. Denn jeden Unvorbereiteten würde ein Jota nur, unmittelbar aus mir kommend, schon zerstören und töten. Wenn es aber einmal geschrieben ist, da mögen es Menschen, die eines guten Willens und Sinnes sind, wohl lesen. Es wird sie nicht nur nicht töten,
sondern stärken und kräftigen zum ewigen Leben. Jakob Lorber schrieb, wie bezeugt wird, ohne eine Pause des Nachdenkens und ohne auch nur eine Zeile seiner Niederschrift im Sinngehalt zu verbessern. Kann dieser bescheidene, mitunter recht gesellige Musiker und Komponist wirklich als Auserwählter für eine Gottesbotschaft betrachtet werden? Auch seine Freunde und Zeitgenossen mussten ihre Zweifel und Bedenken erst besiegen. Das, was Lorber fast täglich über Jahre hinweg zu Papier brachte, war zwar etwas Weltbildbewegendes, aber konnte dies nicht der eigenen Fantasie oder gar einem Zustand der Schizophrenie entsprungen sein? Der bereits erwähnte Komponist und Schubert-Freund Anselm Hüttenbrenner sowie dessen Bruder Andreas Hüttenbrenner, damals erster Bürgermeister von Graz, scheuten sich nicht, bekannte Ärzte hinzuzuziehen, um Klarheit über den Geistes- und Gesundheitszustand Lorbers zu gewinnen. Doch auch ein Dr. Justinus Kerner, Arzt und Dichter in einer Person, musste erkennen, Lorbers Aufzeichnungen waren nicht Früchte eines überhitzten Gemüts oder geisteswirrer Einbildungen, sondern es waren die Früchte einer wunderbaren, geheimnisvollen Kraft und Macht. Natürlich, Lorber spürte den Geist eines neuen Zeitalters, das bedeutende Erfindungen und Entdeckungen im Zeichen des Fortschritts präsentierte. Der Geist der Aufklärung regte zu neuem Denken an, und erfasste auch die Religion der Menschen. Kirchliche Autorität und allzu starre Dogmen gerieten in Zweifel. Da entstanden immer mehr Sekten, dort beschworen Freigeister den Atheismus. Man könnte sagen, die Zeit war reif, eine vertiefte Glaubenslehre mit einer geistig geprägten Wissenschaft zu verbinden, um dadurch neue Erkenntnisse vom Wesen alles Seins zu erhalten. Und gerade im Werk von Jakob Lorber bilden Glaube und Erkenntnis eine untrennbare Einheit, bilden eine Wiederverbindung des menschlichen Denkens mit dem ewig göttlichen Geistbewusstsein. So der Mensch aber zu einem rechten Erkennen gelangt, da wird dies ohnehin den Willen leiten, wie ein guter Reiter sein Pferd. Und der Wille wird dann mehr und mehr das zu wollen anfangen, was sein Erkennen als wahr, gut und somit zweckdienlich findet. Dadurch werden Wille und Erkenntnis einander stets befreundeter, bis sie endlich völlig eins werden, was dann die Vollendung des Menschen ergibt. Der Wille ist das Leben der Seele. Das Erkennen dagegen liegt im ewig freien Geiste. Werden Geist und Seele eins, dann ist die zum ewigen Leben bedungene Freiheit durch diese geistige Wiedergeburt auch da. Und der Mensch lebt dann schon in meinem Reich. Das da ist die Wahrheit und das ewige Leben. Jakob Lorber begann seine Niederschriften mit der Urgeschichte der Menschheit, die den Titel »Die Haushaltung Gottes« trägt. Darin sind beschrieben das Wesen Gottes, die Entstehung des Universums, die Erschaffung des Menschengeschlechtes
und die Urgeschichte der Menschheit bis zur großen vorderasiatischen Erdkatastrophe, der Sintflut. Was im Alten Testament sehr komprimiert dargestellt ist, wird in diesem dreibändigen Werk in aller Ausführlichkeit behandelt. Die biblische Schöpfungsgeschichte wird, bis in viele Einzelheiten, durch die Entsprechungslehre gedeutet. Die Niederschrift dieses grundlegenden Werkes nimmt über 4 Jahre in Anspruch und ist erst im September 1844 vollendet. In den folgenden Jahren werden Lorber weitere Werke über die Schöpfung und naturkundliche Mitteilungen in die Feder diktiert. Er beschreibt bis in die subtilsten Einzelheiten viele zu seiner Zeit noch nie gehörte naturkundliche Erkenntnisse über die Erde, den Mond, den Saturn, die Sonne. Die naturkundlichen Mitteilungen erfahren nach und nach durch moderne wissenschaftliche Forschungsergebnisse ihre Bestätigung. Lorbers prophetische Schau bezieht sich auch auf die Verhältnisse in der heutigen Zeit. Er sah die heutigen technischen Errungenschaften unserer Hochzivilisation voraus, die durch den zunehmenden Verlust von Geisteskultur immer einseitiger zu werden droht. Lorbers in die Zukunft geöffneter Blick sieht den Raubbau einer materialistisch blind gewordenen Menschheit an der Natur, die Benutzung der Atomkraft mit radioaktiver Verseuchung. Vorausgesagt werden weltweite wirtschaftliche Krisen mit Arbeitslosigkeit, Völkerkatastrophen, Kriege. Genauso erstaunlich ist es, wie Jakob Lorber bereits 1847 von der Teilbarkeit des Atoms wissen konnte und dieses äußerst genau als ein Mikroweltall beschrieb. 64 Jahre bevor die Wissenschaft durch Rutherford dieses Phänomen entdeckt. Und 108 Jahre vor der Entdeckung des Eta-Meson und des Sigma-Baryon bestimmte er deren exakte Lebensdauer mit einer Trillionstel Sekunde. Niemals hätte Lorber selber gewagt, die ungeheuren astronomischen und mathematischen, chemischen und biologischen Gesetze zu interpretieren, wie sie ihm diktiert wurden. Erkennt die Zeit, wie sie zur Lösung drängt. Erkennt an dem Verfall alles Edlen jetzt in der Welt, dass die Zeit nicht ferne ist, wo die Menschen ernten werden, was sie gesät haben. Erkennt den Strom des Lichts, der sich über eure Welt auszugießen anfängt. Höret die Stimmen der Geisterwelt, die in großen Schallwellen an eure Ohren schlagen. Es sind die Mahnworte eines liebenden Vaters. Die lebendige Gotteserfahrung ist eine Grunderfahrung aller großen Mystiker. Unter dem inneren Wort ist jener mystische Vorgang im Menschen zu verstehen, der sich durch die Einsprache des Göttlichen vollzieht. Bernhard von Clairvaux sagte darüber: Es kostet eher Mühe, sich die Ohren zu verstopfen, um nicht zu hören. Die Stimme bietet sich von selbst an, drängt sich auf und pocht ohne Unterlass an des Herzens Tür. Auch Meister Eckhart, der große Prediger des Mittelalters, Franz von Assisi, Jakob Böhme und Emanuel Swedenborg durften, wie auch die bekannte Äbtissin Hildegard von Bingen, diese Stimme vernehmen. Mein Innerstes ward von diesem Gesicht erschüttert und die Empfindungen meines Körpers erloschen, da mein Erkennen in einer völlig anderen Weise umgewandelt ward, als ob ich mich selber nicht mehr kannte.
und wie sanfte Regentropfen träufelte es aus Gottes Inspiration in mein Bewusstsein. Vierundzwanzig Jahre lang nahm Jakob Lorber die Botschaft Gottes in sich auf. In 24 Jahren wuchsen seine Aufzeichnungen zu einem unermesslichen Vermächtnis heran. Der Tonkünstler aus dem kleinen Kanischa hatte ein erfülltes Leben gelebt. Nun aber ließen seine Kräfte nach. Deo gratias. Er fühlte sein Ende nahen und bereitete sich innerlich gestärkt auf seinen Weg vom Diesseits ins Jenseits, auf das Leben nach dem Tode vor. Am Morgen darauf fand man ihn, angekleidet, mit dem Gesichte gegen die Wand gekehrt, im Bette liegen und das Bettzeug mit Blut bedeckt. Ein aus der Nähe herbeigeholter Arzt flößte ihm ein Medikament ein, erklärte aber jede menschliche Hilfe bereits für vergeblich. Inzwischen waren die Freunde bei strömendem Regen herbeigeeilt. Er lag nun einige Zeit im Schmerze dahin. Dann begann er plötzlich, sich wie ein Soldat, der sich richtet, gewaltig zu strecken. Nahm eine waagrechte Rückenlage ein und das Angesicht dem Sonnenaufgange zugekehrt, wurde er, während der Aufruhr der Natur außen mit Blitzen und Donnerschlägen tobte, vollkommen ruhig. Jetzt trat die Agonie ein, und nach etwa einer Viertelstunde war der Knecht Gottes sanft entschlummert und sein längst einer höheren Welt angehöriger Geist in die ewige Heimat zurückgekehrt. Auf dem Friedhof zu St. Leonhard bei Graz wurde er zu Grabe getragen. Die zahlreichen Trauergäste wohnten mehr dem Begräbnis des bekannten Violinvirtuosen und Tonkünstlers bei, als dem des in seiner wahren Größe noch unerkannten Theosophen Jakob Lorber. Die tiefgreifende Lebens- und Schöpfungslehre, die uns durch Jakob Lorber zugänglich und begreifbar gemacht wurde, führt den Gläubigen in eine kosmische Weite, verbindet Diesseits und Jenseits miteinander, preist die alle Schöpfung durchwaltende Liebe Gottes und weist uns Menschen den Weg zur Geborgenheit in der Allmacht Gottes.
Die Sehnsucht nach Liebe, Frieden und Freiheit werden Erfüllung finden. Denn der von Lorber vorausgesagte geistige Aufbruch vollzieht sich mehr und mehr, jetzt und heute. Befasst man sich intensiv mit dem Werk Jakob Lorbers, so wird man feststellen, dass, wo auch immer, starres dogmatisches Denken keinen Raum hat. Und so findet ihr nichts Vergängliches und Begrenztes am Menschen, sondern nur bis zu einem gewissen geistigen Ziele hin Veränderliches. Und es ist somit wohl möglich, dass ein Mensch Unendliches und Ewiges, Zeit, Raum, Kraft, Licht und Leben recht wohl begreife, weil solches alles in ihm ist.